Ah, es kommt Bewegung. Bewegung in der Kajüte.
So, liebe Videofreunde, heute wird mal wieder gekocht. Nicht, dass ihr denkt, wir gehen nur essen, aber wir sind diesen Urlaub wirklich sehr viel essen gegangen und haben uns mal ein bisschen kulinarisch verwöhnen lassen. Und da es auch immer eine kleine Herausforderung ist, bei der kleinen Küche hier Essen zu bereiten. Man muss immer überlegen, dass man so wenig wie möglich Kochfelder halt eigentlich braucht. Und deswegen gibt es halt auch immer nur kurz gebratene Sachen oder schnelle Essen im Wohnmobil. Und heute werde ich mal machen Hähnchenbrust geschnetzeltes mit frischem Gemüse und Kartoffelchen. Ja, und hoffe, dass mir das optisch etwas besser gelingt als das letzte Mal in Vela Luca oder vorletzte Mal in Vela Luca. Da habe ich ja von einem Koch eine Rüge bekommen, wie man sowas herrichten kann. Das könnte er nicht essen. Oh, ja, also das sah optisch auch nicht so schön aus, hat aber sehr gut geschmeckt. Das war Bio-Tomatensoße mit frischem Oregano und Kapern, bisschen Gemüse. Das hat man halt nicht so gesehen, aber es war wirklich gut, hat gut geschmeckt. Ich kann auch mal einen guten Gulasch kochen und ich kann auch braten. Ich kann eigentlich, wenn ich mir Mühe gebe, recht gut kochen, würde ich mal so behaupten. Aber im Wohnmobil ist es halt echt eine Herausforderung. Und da muss man sich wirklich viele Gedanken machen, eben was man zuerst macht und so weiter und so fort. Ja, also ich hoffe, dass es demjenigen, falls er das sehen sollte, heute dann etwas besser gefallen wird. Dann wollen wir mal anfangen. Too long. It's love.